In diesem Video zeige ich euch mal, wie ein Tetraplegiker, also ein Hochgelähmter, ohne Fingerfunktion Sachen auspackt. Also, nach dem Intro geht's los. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe mich verbessert. Da ich für meinen Kanal bessere Videos herstellen möchte, brauchte ich eine bessere Kamera, da meine aktuelle Actioncam, von der ich jetzt filme, keinen guten Bildstabilisator hat, habe ich mir eine neue zugelegt. Und zwar die GoPro 6. Ein schönes Teil, sehr gute Qualität. Ich hoffe, sie wird mir auf meinen zukünftigen Reisen, Abenteuern und auch Videoexperimenten gute Dienste leisten. Ich habe mir gedacht, da ich in meinem Video möglichst selbstständig mit Behinderung ja schon mal gezeigt habe, dass man sich Mittel und Wege sucht, um klarzukommen, euch mal zeige, wie ich was auspacke und versuche in Betrieb zu nehmen, wenn ich mal alleine bin. Da meine Assistenz heute nicht da ist und ja, ich das Ding unbedingt mal ausprobieren möchte, muss ich es auspacken. Die Verpackung sieht schon mal sehr gut aus. Sie sieht nach einem Abenteuer für mich aus, da sie wahrscheinlich festgeschraubt sein wird und ja, ich noch keine genaue Ahnung habe, wie ich da rankomme. Ich werde jetzt mal schauen, was die Uhr sagt, und mich mal ans Werk machen. Und dann werden wir ja mal sehen, ob ich es hinbekomme, wie lange es gedauert hat und ob ich zwischendurch mal ein bisschen verzweifelt bin oder mir tatsächlich noch was runterfällt und ich warten muss, bis dann ja, mein Assistent irgendwann um 10 kommt. Also, die Uhr sagt jetzt 1 Minute nach 9, auch wenn es da 6 nach 9 ist. Ich habe 5 Minuten vor. Gestellt die Uhr, ne? Man kommt ja nicht immer so pünktlich los, dann ist das ganz praktisch. Also fangen wir mal an. Geht schon mal leicht. Scheiß auf den Karton. Wow! I have a Kamera. Festgeschraubt ist sie nicht. Sie ist auf dem Standardfuß drauf. Den werde ich wohl nicht aufkriegen, oder? Wunderbest. Hier haben wir die Halterung für die Kamera. Hier haben wir die Kamera. Schön. Hier hinten ist noch so ein komischer Aufkleber drauf, den wir jetzt mal abziehen müssen, damit ich auf das Display gucken kann. Der ein oder andere sagt jetzt, ih, ist das eklig. Ich sag, wir haben so viele Keime im Körper. Was sollen wir machen? An irgendwas werde ich irgendwann krepieren. Ob es jetzt durch den einen oder anderen Keim ist, ob es durch Krebs ist, ob es durch hier oder das ist. Oder durchs Rauchen oder durchs Dampfen. Whatever. Da mache ich mir jetzt gerade hier keinen Kopf. Hauptsache, ich komme klar. Wie seht ihr das? Macht ihr euch dann Kopf, wie ihr irgendwas macht? Ich sag, sieht komisch aus, funktioniert. Und wen es abtönt, wen es anekelt, wie auch immer, ey, guck weg. Ey. Ach du Scheiße. Also, das mit der Speicherkarte wird gleich ein Abenteuer. Aber machen wir erstmal den Akku, damit die Speicherkarte nicht daneben fliegen kann. Ich weiß nicht, ob ich euch das jetzt zeigen kann. Ich versuche es mal. Da ist das große Fach
für den Akku. Und auf der Oberseite, also ungefähr etwas unter meinem Finger, ist ein ganz kleiner Schlitz. Da kommt die Micro-SD-Karte rein, die ich hier auch schon liegen habe. Und dann werde ich einfach mal versuchen, dass ich das reinbekomme, sobald der Akku drin ist. Versprechen, dass es klappt, kann ich nicht. Wie gesagt, wenn es runterfällt, dann ist es so. Dann heißt es Error. Wenn es funktioniert, freue ich mich einen Keks. Im Krankenhaus hat man immer zu mir gesagt, da ich so viel mit Handybedienung zum Beispiel mit der Zunge im Bett mache, oder auch zum Beispiel die Kinnsteuerung vom Laptop, den ich im Krankenhaus zur Verfügung gestellt bekommen habe, dann doch mit der Zunge benutzt habe, statt mit dem Kinn, weil es einfach vom Gefühl her sensibler war, hat man zu mir dann auch immer gesagt. Besttrainierteste Zunge in Boberg, also beziehungsweise in B-Town City, das Querschnittgelenkzentrum, fand ich lustig. Und stimmt ja auch, also was ich so mit meiner Zunge alles hinkriege. Übung macht halt den Meister, ne? Karte ist drinne, Akku ist drinne. Es hat gepiept. Simsalabim. Wie ihr sehen könnt, ich hoffe, ihr könnt es sehen, die Kamera ist an. Die Kamera hat jetzt ein Touchfeld, weshalb ich die Sprache easy einstellen kann. Machen wir mal auf Deutsch. Nein. Je refuse. Nein, nicht Französisch. I don't can die Scheißsprache. Wobei doch, ich kann Französisch. Portemonnaie, Baguette, Garage. Und das, was jeder kennt, ne? Voulez-vous coucher avec moi? Ce soir. Uhrzeit. Ach, heiliger Bimbam. Wir haben es mittlerweile. Das muss man so hochrechnen. 22. Hat ja doch ein bisschen gedauert. Aber hey, ich habe es alleine hingekriegt. Ohne dass was runterfällt. Oh ne, super Violin wäre ein bisschen sehr. Brauche ich nicht. Immer weitwinklig. Das reicht vollkommen. Starten die Aufnahme. Tada! Es hat gepiept. Keine SD-Karte. Error. Das bedeutet für mich, ich habe die Speicherkarte falsch rum reingelegt. Das Ganze einmal von vorn wieder auseinandernehmen. Also, wie ich wohl gemerkt habe, war die Speicherkarte nicht ganz drin. Eine Stunde Video zeigte mir an, habe ich möglich, die Speicherkarte ist drin. So, ich bin ready. Da ist alles easy. Nochmal ein bisschen mit dem Pulli drüber wischen, da man da ja ein bisschen rumgesaut hat. Die Aufnahme läuft gleich. GoPro, Start Record. Wie das mit der Sprachsteuerung funktioniert, weiß ich noch nicht genau. Da muss ich mich noch mit reinklabüstern, aber die Aufnahme läuft. Mission Unpacking GoPro ist hiermit erfüllt. Ich hoffe, das kleine Video hat euch gefallen. Es hat euch gefallen, dass ich das so hingekriegt habe. Lasst doch bitte einen Daumen da. Abonniert gerne den Kanal und bis zum nächsten Video. Cheerio!